Für mich ist der 911 der perfekte Sportwagen. Ein Beweis, dass man das richtige Konzept für damals ausgesucht hat. Also für mich persönlich ist es natürlich schon ein gewisser Stolz, dass der Motor oder das ganze Auto, an dem man mitgearbeitet hat, vor mehr als 40 Jahren von Beginn an diese Zeit überdauert hat. Ich kam Ende 62 in das Team, das den 911, damals den 91er entwickelt hat, und habe Erfahrungen aus der Rennmotorenentwicklung mitgebracht. Der Fahrspaß ist natürlich, dass alles sehr direkt ist. Der Ferry Porsche hat gesagt, wir bauen einen Sportwagen und die 2 plus 2 Sitze reichen da aus für sportliche Wettbewerbe wie für die Straße. Überall ist man mit dem 911er als Basismotor sehr erfolgreich gewesen. Also die Ansprüche, die Porsche stellt, die sind eigentlich immer hoch gewesen. Man wollte den besten Sportwagen machen, den es auf der Welt gibt. Der FH Porsche hat mich eines Tages angerufen, ich möchte doch mal wieder runterkommen und das Heck anschauen. Er hätte jetzt ein neues Heck gemacht. Ich bin runtergekommen und für mich war es eigentlich ganz klar, das ist das Beste, was man bis dahin gesehen hat. Und er selber war dieser Meinung auch und dabei ist es dann geblieben. Also Porsche hat eh immer schon die besten Bremsen auf der Welt gehabt. Der Porsche ist das schnellste Auto gewesen auf der Straße und ist das sicherste Auto auf der Straße gewesen. Wenn ich nachdenke, was man damals hätte besser oder anders machen können bei der Entwicklung des Motors oder überhaupt des 911, da fällt mir spontan überhaupt nichts ein. Macht der auch noch Spaß? Der hat schon alles, was ein 911er ausmacht. Gut zu hören. Das Sondermodell 40 Jahre 911 ist die logische Weiterentwicklung des ersten 911, 40 Jahre her. Jeder, der dieses Fahrzeug fahren kann, wird erkennen, dass wir hier nochmals einen deutlichen Schritt gegenüber dem Serien 911er getan haben. Und alle Fahrzeuge verbindet eins: Alltagstauglichkeit, Sportlichkeit bis in den Extrembereich. Was ganz toll ist an dem Fahrzeug, durch diesen leistungsgesteigerten Motor, der in seiner Drehmomentcharakteristik speziell für dieses Fahrzeug abgestimmt ist, haben Sie einen wahnsinnigen Fahrspaß und ich kann jedem nur empfehlen, probieren Sie es aus. Der stärkste Motor in der 911 Modellpalette bindet sehr gut an. Das Getriebe lässt sich sehr exakt schalten. Und hier an dieser Spitzkehre ist dank der mechanischen Wehrsperre ein zügiges Herausbeschleunigen jederzeit möglich. Das Fahrzeug vermittelt einen sehr hohen Spaßfaktor.
Sportsitze bieten eine sehr hohe Seitenführung. Volle 345 PS Motor beschleunigt hier das Fahrzeug bis zu einer Geschwindigkeit von über 200 km/h. Der Motor zeigt bis in die höchsten Drehzahlen sein bulliges Drehmoment. Die Bremse mit ihren vier innenbelüfteten gelochten Bremsscheiben verzögert das Fahrzeug sehr spurneutral. Das Fahrzeug macht wahnsinnig Spaß. Die Gene aller 911 erleben hier ihren Höhepunkt. Faszination Porsche wird in diesem Fahrzeug extrem dargestellt. Los geht's! Und? Einfach super. Also, das habt ihr wirklich gut hingekriegt.